Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir, und zwar der Nachfolger zu Silent Hill 3. Also es ist nicht der Nachfolger von Silent Hill 3, sondern auf meinem Kanal. Silent Hill 3 ist beendet und als neues Projekt startet dafür Cry of Fear. Ja, leider ist es in Englisch. Obwohl man hier die Sprache einstellen kann, kann ich es hier nicht. Keine Ahnung. Nee, kennst du? Safe-Gain habe ich noch nicht. Boah, es ist so laut, ich muss mal schreien, habe ich das Gefühl. Ja, also wie ihr sehen konntet, Language kann ich nicht einstellen. So, ich muss jetzt echt die Audio ein bisschen runterdrehen, meine armen Ohren. So, ich hoffe, es funktioniert und stürzt nicht ab. Ich weiß jetzt nicht, ob es geklappt hat. Ja, wir machen einfach mal ein New Game. Wir spielen auf Medium. Und starten jetzt einfach mal. Wie gesagt, jetzt leider in Englisch. Es ging nicht. Ihr habt es gesehen, ich konnte es nicht umstellen. Oh. I've always felt alone. Es geht doch. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it. Or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Ich weiß ja gar nicht, wie man sie ausspricht. Oh je, noch lache ich. Dabei ist es kein Spiel, was wirklich lustig ist. Und Stick Sütangen. Cry of Fear. Und ich gebe es zu, ich habe Schiss. Ich habe es bis jetzt noch nicht selber gespielt. Aber das tun wir jetzt. Das waren wir, Simon, so viel weiß ich. What happened?
Take the camera. Nein. Nein, ich hasse dieses. Also, bevor wir jetzt hier starten, ja? Eines vorweg. Cry of Fear, ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich habe ein Let's Play gesehen und das hat mir gereicht. Ja, es wird schlimm, gerade für mich. Ich bin ja so ein Mega-Schisser. Oh Gott, ich kacke mir jetzt schon in die Hosen. Ui, was machen wir denn eigentlich hier? Okay, das ist Hüpfen. Ich muss ganz kurz ausprobieren. Da ist nix. Hier ist Crouchen, okay. Oh, diese Geräusche, das ist nicht wahr. Ja, Laufen ist natürlich klar. Und so machen wir Fotos. Sonst, ey, diese Sicht gefällt mir gar nicht. Ja, und ne, eben die Vorgeschichte, man hat es ja gesehen, wir sind Simon, wir wollten irgendwo hin, haben auf der Straße einen Verletzten gesehen und dann kam ein Auto und wir wurden angefahren. Und dann war ziemlich viel dunkel, was ich selber auch nicht so gut erkennen konnte und jetzt sind wir halt hier. Die Uhr scheint stehen geblieben zu sein. Kurz vor eins, ich denke mal nachts. Wir können Fotos machen, aber wir können die uns gar nicht angucken. Haben wir ein Inventar? Ich muss nur ganz kurz. Oh, jetzt ist klar. Warum ist es jetzt so klar? Aber jetzt kann ich kein. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen. Was habe ich gedrückt? Ach shit, ich schreibe irgendwas. Okay, sagen. Ich will nichts sagen. Wie kriege ich das wieder weg? Verdammt. Fängt gut an. Kriege ich das wieder weg? Verdammt, was habe ich gedrückt? Jetzt drücke ich ja egal was. Ich drücke irgendwelche Buchstaben. Scheiße, wenn ich das nicht wegkriege, müssen wir ja das Ganze nochmal neu machen. Nein, das ist die Windows-Taste. Alter, hier muss doch irgendeine Taste funktionieren. Escape. Ah ja. Na klar, warum nicht? Escape ist ja immer. Anscheinend haben wir kein Inventar. Was war das? Haben wir ein Handy, ein Funkgerät? Was ist das? Don't know. I don't know, I don't know. Ja, ihr merkt vielleicht, ich drücke mich gerade. Oh. Keine Ahnung. Ja, egal. Komm, wir gehen jetzt weiter. Es wird vielleicht noch irgendwas erklärt. Ich will euch jetzt nicht zu Tode langweilen. Oh, nee. Mhm. Ja, wie gesagt, ich kenne das ein bisschen, ne? Der Anfang kommt mir sehr bekannt vor. Und ich habe darauf gar keine Lust. So, sollen wir erstmal hier einen Weg finden. I hate you. Da ist die Tür. Leiche. Oder ein Toter, keine Ahnung. Er lag da auf jeden Fall. Na klar, gehen wir da runter. Ist ja logisch. Ich komme da nur nicht runter. Ja, ich bewege mich. Nein, ich sehe kein X mehr. Alter, das war ein Fenster. Oder sowas in der Art. Und wir müssen doch bestimmt da durch. Ich bin zu blöd dafür. Das im Hocken? Ja. Mann, ey, ich will nicht. Oh, das sind wir. So schnell konnte ich nicht lesen. Das war nicht nett. Ach, diese Geräusche, ey. Scheiße. Mann, ich darf nicht so laut schreien. Oh Gott, ich hab so einen Schuss. Ich mag nicht mehr. Scheiße. Alter, mein Herz. Where am I?
did I get here? Yeah, I don't know. Keine Ahnung. Achso, das hat er jetzt nicht mehr gesagt. Ich hoffe, ihr habt es gelesen. Er macht sich also bereits auf den... es wird bereits dunkel, er macht sich besser auf den Weg nach Hause. Das ist wohl jetzt unsere Aufgabe. So, und wir haben da links unten... Oh, Kapitel 1, Lost in the City. Verloren in der Stadt. Ja, links unten. Lebensanzeige und Sprintenanzeige. Okay, wir können uns... Können Sie unser Messer verschieden benutzen? Einmal nach unten und einmal anders. So, und da oben haben wir eine Mail. Wie kommen wir denn da auf die Mail? Ich hatte doch... Das geht nicht. Ja, wie können wir jetzt die Mail aufrufen? Nee, das ist ja laufen. Ich klugi, kluger. Da funktioniert nichts. Ja, ich muss jetzt leider noch mal kurz... Ah, so, alles klar. Back, unsere Tasche. Aber was haben wir da? Unser mobiles... Telefon, unser Handy, Simons mobiles Telefon. Okay, also wir können das Phone benutzen mit Use Option. Equip, Combine, Drop. Equip. Ah ja, wo bist du? Komm so früh wie möglich nach Hause, es wird bereits dunkel. Mom. Mom schreibt uns das. Ach, und wir können es als Taschenlampe benutzen, okay. Okay, muss ich jedes Mal das so ausrüsten wieder? Können wir das vielleicht kombinieren? Nee, ne? Shit. Aber ich will ganz ehrlich lieber das Messer. Wie rüsten wir jetzt wieder das Messer aus? Ah ja. Equip. Okay, wir können es ja dann nicht miteinander kombinieren. Dann haben wir hier nichts weiter. Und Notes? Keine, okay. Ich habe so große Lust, dieses Spiel zu spielen. Ich habe schon riesige Lust, aber ich habe auch so einen Schiss. Das Problem ist, ey, ich habe jetzt schon so laut erschrocken, dass ich echt Schiss habe, weiterzumachen. Aber gut, hilft dir alles nix. Ein bisschen können wir noch. Aber ey, ganz ehrlich, dieser Ton. Boah, ist der laut. Ich dachte, ich habe ihn runtergedreht. Drücke Tab, um dein Inventar zu gelangen. Ja, sagt er mir jetzt. Hallo, Inventar. Hier kannst du Gegenstände benutzen, wegwerfen, kombinieren oder ausrüsten. Alles klar. Manche Gegenstände können mit Waffen kombiniert werden, aber achte auf die Item-Infos. Ja, das Handy konnten wir jetzt nicht kombinieren. Das habe ich ja versucht. Das ist so schweinedunkel. Ich hätte gerne noch ein paar Infos. Ich hoffe die ganze Zeit, dass ihr mich hört. Ich rede ganz schön leise gerade. Auch so eine Schiss. Da geht's nicht weiter. Was haben wir denn jetzt hier? Das sieht ja aus wie ein Bahnhof. Was, das war das? Was meinst du? Halte Shift gedrückt, um zu sprinten. Der blaue Balken in... Hat es dein irgendwas? Sprinten, springen, verbraucht dein Stamina sehr rasch. Setz es also sparsam ein. Nicht so schnell. Stamina erholt sich langsam. In der Hocke erholst du dich schneller. Okay. Okay, okay, okay. Also das ist Hocken. Sprinten. Ich sollte jetzt sprinten. Okay. Ja, okay, wir sehen's. Kriegt man hier auch Türen auf? Macht er das automatisch? Ui, ui. Ja, find a code to the padlock. Okay, wir müssen einen Code finden. Warum man den denn eingibt, weiß ich noch nicht. Drücke B, um deine momentanen Ziele anzusehen. B, wo ist B? Find the code, ja, alles klar. Gott, das muss ich mir alles merken. Wie öffnet man Türen? Das wüsste ich auch gerne mal. Wie öffnet man diese Tür? Sorry, ich muss ganz kurz mal Options. Keyboard. Move forward, move back, ja, zurück, rechts, sprinten. Dodge, 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 dodge.
Jump, Crouch. Crouch, genau, Control. Das haben wir schon. Pick up, interact with items. Das ist E, okay. E. Trigger Weapon Function. Reload. Oh Gott, ich muss laden, neu laden. R, oh Gott, das muss ich mir alles merken. RZ. Okay, Moment, Moment. Komme ich wieder zurück? Was war das denn für ein Geräusch? Okay, was ist alt? Was macht der da? Das habe ich nicht kapiert. Egal, E. E öffnet Türen. Okay, so viel dazu. Mir juckt's, mir juckt's. Ui. Waffen reloaden brauche ich auch. Ich meine, gut, jetzt haben wir nur ein Messer. Das braucht man nicht neu laden. Okay, da kommen wir her. Da war irgendwas Blinkiges da. Das blinkte, keine Ahnung. Okay, die wird sich nicht öffnen. Die auch nicht. Ey, es sieht hier nicht gerade vertrauenserweckend aus. Sorry. Können wir das kaputt machen? Das ist eine Tür, aber da will ich ehrlich gesagt noch nicht rein. Es tut mir leid, wenn ihr nichts seht, aber ich sehe auch nicht wirklich was. Okay, es ist zu, wird sich nicht öffnen. Ich vermute mal, da kommen wir nicht hoch. Oder doch? Kann man das schaffen? Quelle in dunklen Gebieten verwendet werden. Ja, aber dann muss ich das ja jedes Mal drücke Maus 1, um das Licht zu aktivieren. Das Handylicht verbraucht keine Batterien. Wenn du dein Handy mit eingeschaltetem Licht einpackst, strahlt es Licht aus. Okay, Moment. Equip. Hä? Weil ich es einpacke? Nicht wirklich. Ja, aber wenn ich jetzt mein Handy ausrüste, dann kann ich das Messer nicht ausrüsten. Und wir haben nicht umsonst ein Messer. Oje, oje. Ich weiß jetzt schon, dass ich nicht viele Folgen am Stück von diesem Spiel aufnehmen kann. Mann, ey, ich denke ja, in jeder Ecke lauert irgendwas. Liegt da was? Fahrrad. Simon, nimm dir dieses Fahrrad und fahr irgendwo hin. Aber weit weg von hier. Ach du Kacke. Volles Labyrinth. Können wir irgendwas machen? Nee. Sieht mir auch aus nach Sackgasse. Okay, von da sind wir, glaube ich, gekommen. Ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen. Yep, wir sind im Kreis gelaufen. Okay, wenn wir nicht durchkommen, da ist ein Gitter vor. Schade eigentlich. Bis jetzt ist es so ruhig, das ist nicht nett. Ich nehme die helle Seite. Ah ja, okay. Das jetzt herkommt. Das ist ein Kürbis. Okay. Oh, kannst du mal aufhören zu läuten? Das macht mich nervös. Okay, da werden wir nicht weiterkommen. Hier ist eine Tür. Da kann man auch so reingucken. In den anderen kann man hier nicht reingucken. Auf die Tastatur gucken muss.
Ja, in die anderen Seiten, Fenster und so kann man nicht reingucken. Hier liegt doch was. Das leuchtet so hell. Komm, das ist was. Was auch immer das sein soll, sind einfach nur irgendwelche Buchstaben. Dorarups ist doch kein Wort, oder? Nee. Bleibt das hier liegen? Okay, wir haben es archiviert. Ist vielleicht irgendeine Art Code? So geht's da auch weiter. Da liegt auf jeden Fall auch noch ein Zettel, okay. Jill and David? Jill and David. Okay. Das werden wir jetzt auch wieder archiviert haben. Da hinten gehe ich nicht weiter. So, was ist das denn hier für ein... Kann ich nicht erkennen, kann ich nicht lesen. Ja, gut, dann vermute ich mal ganz stark, dass es hier reingehen wird. Ich meine, auffälliger geht es nicht mehr. Man kann da reingucken. Hier ist ein Kürbis. Juhu. Diese Geräusche wieder. Sehr schön. Oh Mann, ey. Das hier können wir alles nicht nehmen. Den Bildschirm. Oh. Ah, da kommen wir rein, okay. Enter a username. Enter a password. Lock on top. Ja, komm, wir haben ja dieses Jill and Dave. Jill and David. Ist das David? Ich glaube. Ui, komme ich so in meinen... Oh, das kann ich mir doch so nicht merken. Cancelled? Moment. Hidden Note 2, Hidden Note 1 war Jill and David. Das kann ich mir merken. Und das ist Dorare PC. Dorare PC. Okay. Nein. So, Jill. Moment nochmal. Jill and David. Wer sollte das so schreiben, wie ich das gerne hätte? Jill and David. Dorar PC. Dorar PC. Das hier weiß ich nicht, was das sein soll. Okay. Falsch oder was? Kommen wir nochmal rauf. Nochmal. Dora PC, das war richtig. Nochmal raufhauen. Jill and David. Ist auch richtig. Habe ich mich verschrieben? Oder passt es hier einfach nicht? Das ist die Frage. Also nochmal. Jill and David. Dora PC. Dann geht's nicht, keine Ahnung. Dann ist es verkehrt. Schauen wir uns einfach nochmal ein bisschen um. Kommen wir da nicht rüber, da sind doch noch Türen. Ja, keine Ahnung. Aber das waren jetzt zwei Hinweise, die waren sehr offensichtlich, wie ich finde. Es liegt ja jetzt auch noch hier. Warte mal, dann kriege ich ja wieder diese Übersetzung, ne? Dorare PC. Ja, das war richtig. Na gut, dann gehen wir hier einfach nochmal ein Stückchen weiter. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich gucke jetzt hier nochmal kurz. Jill and David. Das war auch richtig. Jill and David. So, ansonsten ist hier nämlich nichts. Ja, ich glaube, ich werde einfach mal hier stehen bleiben. Wir hatten ja auch noch ein paar andere Türen. Da muss ich aber den ganzen Weg wieder zurück machen und gehen. Ich glaube, ich werde es einfach nochmal in der nächsten Folge hier probieren. An dem PC. Vielleicht mache ich da auch irgendwas falsch. Aber für die erste Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Cry Fear.